Die Augmented Reality-Lösung von WoodTech ermöglicht das Anzeigen der Baupläne in Echtgröße. Damit sieht man einerseits die reale Position der Bauteile, hat andererseits aber auch den Überblick über die nötigen Maße, Infos und Bearbeitungsschritte. Anfänglich haben wir mit Deckenlasern und Beamen experimentiert, uns aber sehr schnell von den Vorteilen der HoloLens 2 von Microsoft überzeugen lassen. Die Infos werden auf das Visier projiziert, ähnlich wie bei einem Head-Up-Display. Man hat also immer die reale Umgebung vor Augen. Dazu kommt, dass das Headset Handgesten erkennt und man mit den eingeblendeten Knöpfen und Menüs interagieren kann. Zum besseren Verständnis des Fertigungsprozesses kann ein zoombares 3D-Modell des fertigen Bauteils eingeblendet werden. Nummerierte Bauteile können per Handgeste oder Sprachsteuerung ausgewählt werden. Die App zeigt deren Position und einen Pfad dorthin an. Die verschiedenen Arbeitsschritte können auf unterschiedliche Darstellungsebenen verteilt werden, um die Verständlichkeit zu vereinfachen. Auszuschneidende Beplankung kann zum Beispiel schraffiert dargestellt und eingefärbt werden. Das darunterliegende Ständerwerk kann wie auf den Papierplänen gestrichelt angezeigt und für den Benutzer sichtbar gemacht werden. Gerade fürs Abklammern der Beplankung ist das Einblenden des versteckten Holzrahmens sehr interessant. Die Position der Ständer muss nicht vorher angezeichnet werden, was eine große Zeitersparnis darstellt. Das Sichtbarmachen der Ständer war der ursprüngliche Anstoß zur Entwicklung des Systems. Das einfache Finden und Anzeigen der einzelnen Komponenten war ein weiterer wichtiger Vorteil. Dazu kommt der komplette Verzicht auf Papierpläne, die man immer wieder verliert und suchen muss. Außerdem sind die Infos viel übersichtlicher dargestellt und die einzelnen Arbeitsschritte sofort klar, auch für ungelernte Mitarbeiter, Lehrlinge oder Quereinsteiger. Alle Infos werden durch Herunterklappen des Visiers genau dort eingeblendet, wo sie benötigt werden und müssen nicht im Papierplan herausgesucht und in die Wirklichkeit übertragen werden. Da die Anzeigegenauigkeit der HoloLens manchmal zu klein ist, werden vermaßte Pläne verwendet, um bei Bedarf sofortigen Zugriff auf das absolute Maß zu haben. Die Pläne werden wie gehabt im CAD erstellt, als DXF gespeichert und per Kabel an die HoloLens übertragen. Alles, was im CAD vom Planer definiert und hinzugefügt wird, wird genauso von der App angezeigt. Der Plan wird durch Scannen eines QR-Codes im Raum verankert und ist eigentlich unabhängig vom Montagetisch. Das heißt, er kann auch an anderer Stelle oder auf dem Bau eingesetzt und angezeigt werden. Die Datei selber wird auf der HoloLens wie beim PC über den Explorer aufgerufen. Dank Augmented Reality geht nichts vergessen. Man hat alle Infos und Daten vor Augen. Einfache Übersicht über alle Arbeitsschritte und damit volle Kontrolle.